Georg F. hat gemeinsam mit seinem 6-jährigen Enkel einen Kinderspielplatz besucht. Nicht nur das Enkelkind, sondern auch er selbst hat dabei die dort vorhandene Rutsche benutzt. Während der Junge seine Freude am Rutschen hatte, wurde die bei unserem Zuschauer getrübt, weil er am Ende der Rutsche nicht mehr in den Stand kam, sondern nach der Rutschpartie durch die geschlossene Röhre aus ca. 60 cm auf seinem Hinterteil landete, wobei er sich eine heftige und schmerzvolle Steißprallung zuzog. Der Auslauf der Rutsche war über dem Betonfundament nämlich nur mit losem Sand aufgefüllt. Kann er Schadenersatzansprüche geltend machen? Ja, so eine Steißprellung ist natürlich in der Tat eine vermutlich sehr leidvolle Angelegenheit und eine negative Erfahrung. Die kann die Freude an dem gemeinsamen Erlebnis mit dem Enkel schon durchaus trüben, das kann ich mir vorstellen. Kann denn der Schmerz durch einen Schadensersatzanspruch etwas gelindert werden? Vermutlich wird hier ein teilweiser Anspruch auf Schadenersatz und auf Schmerzensgeld bestehen. Man wird sicherlich in solchen Fällen ein Mitverschulden des Großvaters annehmen müssen. Wie verhält es sich denn mit den Rechtspflichten für alle Beteiligten? Der Betreiber einer solchen Rutsche, der hat sogenannte Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten. Er muss die Rutsche so aufstellen und im Zweifel dann eben auch unterhalten, das heißt auch kontrollieren, dass Verletzungen bei der Benutzung weitestgehend ausgeschlossen werden, soweit sie vorhergesehen werden können. Das war bei dieser Rutsche hier offenkundig nicht der Fall, sonst wären ja diese Verletzungen da nicht eingetreten. Das Betonfundament war, wie sich es darstellt, nicht ausreichend abgepolstert mit Sand, Kies oder mit anderen Materialien, die sich dafür gegebenenfalls eignen. Und das sehe ich schon als Pflichtverletzung des Betreibers dieser Rutsche an. Und trotzdem ist Herr F. nicht ganz schuldlos? Der Großvater hat ein Spielgerät benutzt, das erkennbar für Kinder bestimmt gewesen ist und nicht für Erwachsene. Einen ähnlichen Fall hat das OLG Hamm im März 2009 einmal entschieden und ist dort meines Erachtens zu Recht von einem Mitverschulden des Erwachsenen ausgegangen, der dort eben die Rutsche gleichfalls benutzt hatte. Und deswegen hat das OLG Hamm dem Geschädigten damals auch nur einen Teil des Schadenersatzanspruchs bzw. des Schmerzensgeldes zugesprochen. An wen müsste sich denn unser Zuschauer mit dem Rechtsanspruch wenden? Die Verkehrssicherungspflicht, die liegt, wie schon gesagt, beim Betreiber einer solchen Rutsche. Das wird in der Regel der Grundstückseigentümer sein. Der Grundstückseigentümer lässt sich ja in der Regel ganz gut feststellen. Wenn der in Anspruch genommen wird, wird er sicherlich seine Versicherung einschalten, die sich dann darum kümmert, den Schaden zu regulieren bzw. vielleicht auch abzuwehren. Das ist ja alles Bestandteil des Versicherungsschutzes. Daher ist es sicherlich auch ratsam, von vornherein einen Anwalt hinzuzuziehen für die Geltendmachung dieser Ansprüche, damit also da auch mit den Juristen der Versicherung auf Augenhöhe verhandelt werden kann. Und sicherlich ist das auch deshalb notwendig, um nachher beurteilen zu können, ob das, was man da vereinbart, verhandelt oder erstritten hat, der Höhe nach wegen der Quote auch angemessen ist. Und wer kommt für die Kosten auf? Soweit sich unser Zuschauer, der Geschädigte, mit seinen Ansprüchen, die er geltend macht, durchsetzt, kommt dann der Geschädigte bzw. dessen Versicherung für die Kosten auf. Aber im Übrigen, man ist ja auch meistens kostenvorlagepflichtig, übernimmt solche Kosten natürlich auch die Rechtsschutzversicherung, wenn eine besteht. Frage und Antwort. Ich hatte einen Unfall. Kann ich sofort einen Anwalt beauftragen oder muss ich warten, ob die Versicherung des Gegners den Schaden reguliert? Abgesehen von den wirklich kleineren Fällen, von den sogenannten Bagatellfällen mit einem sehr geringen Schaden, kann ein Anwalt beim Geschädigten immer hinzugezogen werden, auch sofort ohne Rückfrage gegenüber der Versicherung. Die Versicherung setzt ja selbst juristische Fachleute ein und da muss man schon auf Augenhöhe gewappnet sein, um sich für die Auseinandersetzung über die Schadensfälle dann durchaus auch durchsetzen zu können. Das setzt dann also auch oder führt dann dazu, dass die Kosten für die Entzuziehung des Anwaltes im Rahmen der Regulierung durch die Versicherung auch übernommen werden. Und die anwaltliche Unterstützung im Schadenfall wird also immer als notwendig angesehen.